Seid ihr optimistisch für heute Abend? Ja, klar, wird ein Sieg. Was hat der für eine Frage? Im Hinspiel war schon offensichtlich, wer die bessere Mannschaft ist. 3-1 oder irgendwas anders reicht ja. Doch, das reicht immer noch. 2 Tore Unterschied ist genug. Ich glaube, wir haben gut reingefunden mit dem Pfostenkopfball. Hätte auch reinfallen können. Kriegen dann 2 unglückliche Gegentore, kommen aber wieder zurück, kurz vor der Pause mit dem Elfmeter. Und dann wussten wir, dann wird es nochmal eng. Vielleicht kommen die nochmal ins Wackeln. Ball ist jetzt freigegeben. Komm, Jung, mach es. Lars Stindl und er trifft. Da ist das Tor für Gladbach. Wir sind explodiert direkt nach der Pause, haben dann schnelle 3 Tore gemacht und dann haben wir wieder umgestellt, uns gut zurückgezogen und dann verteidigen wir einfach gut. Hofmann, auf Stindl, 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 ich fass es nicht. Was für ein Tor. Lars Stindl mit dem Dreierpack. Wieder Hofmann ist jetzt da im Strafraum, kann den Pass bringen und da ist das Tor für Gladbach und Borussia Mönchengladbach zieht ein sensationell ins Achtelfinale der Europa League. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich erstens dazu beitragen konnte, aber zweitens, dass wir den Fans, die so zahlreich hier in der Stadt schon dem Spiel entgegengefiebert haben, heute im Stadion Stimmung gemacht haben, so ein Stück weit was zurückgeben konnte. Ja, jetzt werden wir noch was trinken, auf jeden Fall. Es gibt nichts Besseres. Man kommt nie entspannter zurück als von Borussia, auch egal wie weit man fahren muss.